Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Staxel mit Misa wieder. Juhu. Mit dabei. Hallo. Ach, meine Hühnchen haben nichts mehr, warte. Das müssen wir nochmal kurz ändern. Besonders ist das lustig, da ist ja mein Server. Ja. Müsste ich da sagen. Ja, eigentlich schon. Aber ich habe gedacht, okay, sonst haben wir das ja auch immer, der und der ist mit dabei und dann ja. Irgendwie haben wir das bei Staxel immer so ein bisschen... weggelassen. Ja. Irgendwie schon. Hatte ich dich schon gemolken? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das noch nicht gemolken. Nee, dich hatte ich noch nicht gemolken. Die Skanne ist leer. Nein. Nein. Oh, so, wie sieht das hier aus? Wächst prächtig. Oh, ich muss auch gießen. Oh, warte. Doch mal zum Promis sage ich, Gießkanne leer. Ah, unsere Wiese ist schon fast fertig. Haha, das sieht gut aus. Ich hoffe. So, irgendwo was vergessen? Ja, den hier haben wir vergessen. Ja, weil das so viel gerade Zuckerrüben sind. Und Zuckerrüben muss ich denn einkochen, denn. Ah, Wasserkanne leer. Muss ich erstmal. Immer gucken, dass man mal Doppel-W drückt, damit er rennt. Doppel-W? Ja. Wenn du zweimal schnell hintereinander W drückst, dann rennt er. Sonst läuft er mich immer ganz langsam. Oh, Tatsache. Ja. Gut zu wissen. Ja, ne? Ich war mich immer überlegen, warum der immer so wenig. Ein Tag noch. Okay, was haben wir denn jetzt alles in der Tasche? Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Ich habe keine Ahnung, ich mich auch gerade nicht mehr. Wir hatten mich jetzt ein bisschen Aufnahmepause. 2 Tage. Deswegen wissen wir das alles schon gar nicht mehr. Ja, stimmt. Zwiebeln brauche ich. Karotten. Kartoffeln. Ein Ei, wow. Und Zuckerrohr. Wir haben schon ein paar Fossilien. Wir können noch mal ein paar Fossilien sammeln. Ich habe ja auch noch welche, wenn du... Ja, er hat ja noch nichts. Wir müssen erst das Museum fertig machen, denn... Alles klar. Dann kommt er ja wahrscheinlich damit rüber. Alles klar. Dann... Keine Eier? Was ist los mit euch? Schämt euch! Und ihr wollt doch was zu essen haben? Ja, nee, gibt's nicht. Dann kurz gucken, wie viele wir eigentlich haben jetzt insgesamt. Haben wir jetzt Fossilien. Das ist schon eine Menge. Damit können wir schon mal eine Menge anfangen. Und draußen im Garten, beim Museum, können wir dann vielleicht auch noch ein paar Dinos hinstellen. Mal machen gucken. Wir lassen uns da wieder was einfallen, ne? Ja. Was Schönes. Muss ja auch nur ein kleines Museum sein. Muss ja kein Riesending sein. Naja, aber es muss alles reinpassen. Ja, aber muss da denn alles reinpassen? Ja, muss. Das überlassen wir der Misa. Und diesmal wird es auch schön hingestellt alles. Und nicht einfach so, ne, von wegen, hau das einfach rein und fertig. Ja, da haben wir auch keinen Bock mehr. Wenn du am laufenden Band immer gesagt hast, oh, du kannst es ja noch eine Stufe ausbauen und noch eine Stufe könntest du ausbauen. Und vielleicht könntest du ja noch, ach, halt die Fresse. Mach es doch selber. Hast nichts zu tun. Mit Eltern mag das Ding nicht. So, wie wird denn jetzt dieser Scheißköder gemacht, da diese Köderbox? Oh, so. Ach ja, Köderbox. Stimmt. Da waren wir jetzt immer dabei. Bevor wir den aufgehört haben. Schnitzen. Bauholz, Blech und Nägel kombinieren. Ja. Oh. Hä? Die Portale sind schon wieder da? Schnitzen. Hä? Ja, dann muss ich da mal rein. So, schnitzen. So. Bauholz. Blech und Nägel, ne? Hab ich gesagt? Bauholz, ja. Blech und Nägel. Dann holen wir mal kurz ein bisschen Holz wieder nach, damit wir wieder ein bisschen Holz machen können. Wenn es denn geht. Super. Und jetzt kombinieren wir.
Den Kasten mit den Käfern. Gut. Ui. Okay. So, jetzt habe ich noch zwei Käfer, die dir gehören. So, und jetzt gehe ich erstmal. Jetzt gehe ich erstmal meine Sachen verkaufen. Wo bist denn du? Ich bin gerade bei der Holz drin. Ich hole gerade Holz. Achso, ich bin gerade bei der Holz drin. Ja, okay, gut, dann setze ich erstmal die Köderbox dahin, wo ich. Wo habe ich das denn hingemacht? Hinter Live da. Ach stimmt, hinter Live war das. Ich wusste noch, irgendwo hinter. Ja, genau da. Ach, da hast du auch schon das Holz hingepackt. Ja, gut. Ich habe das Holz auch schon hingepackt. Gut, dann packe ich jetzt die Götterbox dahin. Dann sind wir nämlich fertig damit. Das war der Einzige, was mir noch fehlt. Genau. Dann haben wir das auch fertig. Dann können wir mit Ria reden. Und dann kriegen wir unsere Angel. Und dann können wir angeln. Ja, toll. Da ist sie auch schon. Ich liebe Angeln. Hallo, Mieser Klein. Das ist ja noch viel besser, als ich erhofft hatte. Ja. Warum du das ganze Holz brauchst, weiß ich nicht. Das ist so unglaublich nett von dir. Dafür werde ich dir meine Angel geben. Ja, schön. Wundervoll. Sie funktioniert einwandfrei. Live davon überzeugen wir, bessere Angeln zu beschaffen. Ja. Schön. Alles klar, gut. Hallo? Ja, wie angeln geht, wissen wir. Wir sind ja nicht von Dummshausen. So, das behalten wir, das behalten wir. Warum kommt der Baum denn hier nicht runter? Das behalten wir. Na, den können wir verkaufen. Ach, Zwiebeln und Karotten hatte ich schon. Ach so, okay. Ja gut, dann jetzt kommen jetzt nochmal Kartoffeln dazu. Scheint wohl ein bisschen zu groß. Noch irgendwo was hingefallen? Und warum ist hier einer leer? Egal. Ah, wir haben schon wieder über 1000 Holz. So. Ah, hier liegt noch mehr. Live. Live, live. Hast du? Hast du? Hast du? Hast du? Ja, hast du? Aubergine. Gurke. Hat du? Salat, Kartoffeln. Mama. Ja. Wir haben noch ein Puppen. Nein, der hat schon wieder keine. Das hier. Oh ja, stimmt, haben wir ganz vergessen. Gut, habe ich noch mal daran gedacht. Ja, aber das ist ja schon wieder vorbei. Oh. Ja, tut mir leid, Schatzi, habe ich nicht darüber mehr nachgedacht, du. Aber heute fängt das schon an. Verkaufen. Upsi. Oder auch ein kleiner Rabe. Theater, Spaß für die ganzen Termine auf der Rückseite. Am 17.02. Das war dein Geburtstag. Figurentheater. Kannst du wegschmeißen. Es tut mir leid, aber... Ja. Ja. Machst du hier bitte wieder Tür zu? Bitte. Damit ich mal Ruhe aufnehmen kann. Ach, hier waren wir bei der Insel, genau. Hier gab es da diese hässigen Schmetterlinge. Hässige Schmetterlinge. Also wirklich. Was denn? Ist doch so. So. Gut, ich bring mal eben alles nach Hause und dann geht's los. Ja, gleich brauchst du auch nicht mehr los, weil es ist gleich wieder abends. Was für einen Tag haben wir denn? Weiß ich nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. Zwiebeln, Karotten und... So, hier kommen Zwiebeln hin. Kann man die eigentlich auffüllen? Wow, ein Rohholz. Ja, wie ist es? Hier ist ein Käfer. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier ist noch ein Käfer. So.
Mal eben reinpacken, was ich nicht brauche. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. So. Zack. So. Hui. Ach ja, ich wollte ja gerade mal eben im Kalender gucken, welcher Tag ist. Ja gut, das ist der erste Tag. Ja, siehst du, hast ja noch ein bisschen Zeit. Na, ich könnte... Ja, gut. Ah, so, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier alles verkaufen müssen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ich könnte noch ein bisschen was schaffen. Ja, dann mach das doch. Ah, hier draußen hast du schon... Draußen habe ich schon, ja. Ja, merkt man. Alles weg. Nein, verkauf das. Danke. So. So, Holziholz. So, das hier, das hier, das hier und ein buntes Schmetterling. Oh, bringt auch nur 30. Naja. So, Hammer. So, noch irgendwas, was wir verkaufen müssen? Kann man eigentlich die Fossilien verkaufen? Nö, kann man nicht. Wollt ja nur gucken. Maximilian! Hallo, ich bin mir sicher, dass der reisende Händler einige Genehmigungsgebühren nicht bezahlt hat. Du weißt, welchen ich meine, oder? Der mit der komischen Kapuze. Kann auch ein anderer Grund, wo in diesem Monat so schlecht um unsere Finanzen steht. Hä? Was meinst du mit? Die haben komische Kapuzen. Was für komische Kapuzen? Junge. Er hat die komischen Kapuzen. Er ist der Kapuzenman. Hier ist aber gar kein anderer Händler. Oder meint ihr die Mummeln hier? Aber die sind doch immer da. Oder nicht? Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Live! Hi! Na du? Ein Moment, Jeta. Könntest du mir bitte einen Gefallen tun, das Päckchenlieferung zu... Ja, klar, kein Problem. Ausgezeichnet, dankeschön. Voltaire, wo bist du? Ich habe dich doch gerade eben noch gesehen. Wo bist du denn? Nee, das war Maximilian. Da hinten ist er. Wusstest du doch, ich habe dich gerade noch gesehen. Ey. Hi. Oh, Päckchen. Für mich? Allerdings. Dankeschön. Nimm dies für deine Mühen. Jo, ein Hund in der Kiste. Oh, ich hab ein Hühnchen gekriegt. Ey, Farmfan, krieg ich wieder was Neues von dir? Oh, hey, Jeta. Anscheinend hast du ein paar interessante Taten verbreitet. Ein Eierhut. Yay. Danke, Farmfan. Gut, das war's. Ein riesiger Eierhut. Warte mal, wenn ich das Hühnchen verkaufe, krieg ich dann 5000 für 3000? Ja, verkaufen. Ich hab genug Hühner. 5 Stück reichen. Dum, 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 so, und ich dum. Bin schon oben. Na, siehste. Hast du alles geschafft. Ich bin auch gerade nach Hause gekommen. Morgen sind wahrscheinlich meine Auberginen dann fertig. Und wenn ich Glück habe, auch mein Zuckerhut einen Tag später. Zucker. Teil. Keine Ahnung, wie die heißen. Und meine Braubeeren sind, glaube ich, morgen auch fertig. Eigentlich. Ist das schon schade oder so darum, dass wir immer ständig die Feen alles klauen? Ja. Aber du musst ja auch noch gucken, dass du hier immer Geld kriegst. Ja. Das ist ja nicht mehr so. Das ist ja die Scheiße. Wenn die Feen so großzügig sind und uns in ihre Häuser geben und so. Ja. Nicht freiwillig. Und wenn wir vorher alle Platte haben mit der Fliegenklatsche. Voll gemein. Achso, mein Holz, da wollte ich nachgucken. Wieder vergessen. 126, da können wir jetzt wieder 999 Stück draufpacken. Jo, und einstellen. Dann kann ich das schon mal wieder verkaufen. Mhm. So. Rexy, was machst du denn da schon wieder? Verbindungsprobleme. Ich hänge in die Luft. Ich bin einfach zu schnell.
Alter, auf du. So. Falscher Knopf gedrückt. Hui. Sollen wir eben hier die Dinger machen. So, jetzt haben wir ja schon wieder 10.000 zusammen. Und wenn wir dann auch noch haufenweise Marmelade herstellen können, dann kriegen wir richtig Kohle. So. Wegsprächtig. Ich bin gleich durch mit dem Thema. Ja. Achso, ich kann noch mal kurz meine Teile hier wegbringen. Platzieren. Ach, Regale haben wir da ja auch noch drin. Morgen ist auch noch der Huhn nicht fertig. Ich glaube, morgen gehe ich angeln und so hier in den Portalen. Ach ja, stimmt. Maria müssen wir auch noch abklatschen nachher. Ja. So. Das musst du tun. Ich lieg. Ja, ich bin hier gleich fertig und dann lieg ich auch. Ja, ich mache hier wirklich alles hier weg. Warte, ich kann noch mal kurz hier meinen Sternteile wegbringen. So. Augenblick. Hab vergessen, okay, meine Sternteile da hinzubringen. So, kannst du Verbindungsprobleme haben? 55 haben wir jetzt mittlerweile. Hier hinten fehlt noch Licht. No. Kratz, 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 kratz. Mein Putsch eingebaut. Da. So. Im Liegen Lampen gebaut. Schnell. Das kann auch nicht mehr überhaupt sich behaupten. Nach Hause flitzen. Oh, ich pace hier nur so durch. Oh, nee. Das wird dann verdammt. Ist morgen schon wieder keine Eier. So, ich nutze mal eben die paar Sekündchen, um meine Tochter mal eben hier die letzten Spritzen zu geben. Ja, sonst heißt das wieder, ich fütter meine Kinder nicht. Ach da. Okay, geht's auch weiter, oder? Hast du dein Zimmer aufgeräumt? Madame, Ihre Anspitze. Ja, danke. Und dein Zimmer auf. Aufwachen, Yippie. Auf geht's in den nächsten Kampf. Wegsprechen. Je länger du wartest. Das kannst du alles aufräumen. Du weißt, wo es alles hingehört. Räum es einfach in deine Kisten. Ist mir scheißegal, welche. So, haben wir jetzt alles erwischt? Ich glaube ja. Da. So. Oh, hier ist ja schon wieder so ein Deckel. Oh. So. Oh. Einen haben wir wohl gestern nicht erwischt. Weißt du, wie sehr ich ihn am Popo vollhauen will? Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was kann man daran nicht verstehen? Er soll doch nur sein blödes Zimmer aufräumen. Das ist ein ziemlich kleines Zimmer. Ganz schnell aufgeräumt. Er konnte es alleine ausräumen und jetzt sagt er mir immer, er kann es nicht alleine aufräumen. Ja, weil er immer Hilfe haben möchte. Ja, aber mir hilft er auch nicht im Haushalt. Und jetzt alle von wegen, ne, hier, dass Kinder nicht helfen müssten im Haushalt oder so. Doch, müssen sie. Das ist sogar gesetzlich festgelegt. Ja, das stimmt. Und Emmy macht das sogar freiwillig. Emmy hilft mir jeden Nachmittag beim Kochen. Ich darf alles alleine machen, aber wie, er muss sein Zimmer alleine aufräumen. Ja. Soll ich jetzt auch jedes Mal heulen, wenn ich den Haushalt machen muss? Ja, das wäre doch mal eine Option. Oh,
so. Okay, Leute, das war's erstmal für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.